One, two, three, listen. Auf die Apple Watch zu wechseln jetzt für die Schritte. Und das war am Anfang natürlich, was heißt natürlich, es war für mich ein Riesenschock, denn die Apple Watch zählt Schritte deutlich genauer, ja, als die alte Fitbit, die da natürlich noch nicht so vom Algorithmus so optimiert ist und von den Sensoren wahrscheinlich. Und am ersten Tag waren 10.000 Schritte halt unglaublich viel Arbeit und ich war komplett überrascht, wie einfach es anscheinend war, mit der Fitbit 10.000 Schritte reinzukriegen. Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zur Prep-Episode Nummer 6 mittlerweile schon. 5 Wochen sind schon in the books. Eigentlich wollte ich diese Woche die Episode mit Steve als Prep-Episode raushauen. Die habe ich Ende letzter Woche aufgenommen. Daraus ist allerdings eine richtige Podcast-Episode geworden, was ich mir auch schon fast gedacht habe. Wir haben halt über verschiedene Längen von Contest-Preps, von Wettkampfvorbereitungen gesprochen, verschiedene Herangehensweisen über Diet-Breaks, über Refeeds etc. Also das ist eigentlich so eine richtige Themen-Episode geworden. Natürlich immer mal wieder mit Bezug auf meine Wettkampfvorbereitung, aber die wird jetzt nach dieser Episode kommen. Freue ich mich sehr, die rauszuhauen. Die ist sehr, sehr informativ geworden, wie immer, wenn Steve hier mal zu Gast ist. Von daher freut euch auf die Episode. Die kommt dann am Montag. Diesen Podcast hört ihr jetzt am Samstag. Aufnehmen tue ich ihn jetzt fürs Protokoll am Donnerstag. So, ich brauche das immer, um einmal zu überlegen. Das ist auch für mich immer so ein Indikator, wie gut funktioniert mein Kopf heute. In Zeiten der Pandemie sowieso, in der vieles so ein bisschen verschmilzt zeitlich. Wenn ich noch weiß, welche Tage sind oder an welchem Tag ich mich befinde, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Also so sortiere ich das halt immer ein. Das mal so ein bisschen vorab. Themen, die ich mir diese Woche aufgeschrieben habe, die für mich so ein bisschen herausgestochen haben, sind A, mein neuer Fitness-Tracker. Fitness-Tracker in dem Sinne, dass meine Fitbit nach über 4 Jahren das Zeitliche gesegnet hat. Ja, ich war schon ein bisschen traurig. Fitbit Blaze war das tatsächlich noch kein Requisit, aber sondern noch ein, wie sagt man das? Jetzt fehlt mir das Wort dafür. Ein Zeitzeuge der Zeit, der YouTube-Zeit, der Fitness-Elevator-Zeit mit Tapia zusammen. Da haben wir mit Fitbit auch zusammengearbeitet. Aus der Zeit stammt diese Uhr halt noch. Also von daher hängen auch schöne Erinnerungen dran. Hat mir auch immer wunderbare Dienste geleistet, muss ich sagen. Also ich war immer sehr zufrieden mit der Uhr. Akkulaufzeit etc. Dafür, dass sie schon so uralt war. Also für einen Fitness-Tracker wahrscheinlich für den technischen Standard sehr, sehr in die Jahre gekommen, kann man fast schon sagen. Aber dennoch war ich immer sehr zufrieden mit dem Gerät. Und jetzt hat er aber, wie gesagt, der Akku wahrscheinlich das Zeitliche gesegnet und jetzt musste halt was Neues her und das auch relativ schnell, denn 10.000 Schritte sind das aktuelle Schrittziel, was es täglich zu erreichen gibt, was mir auch nicht so leicht fällt. Ich glaube, ich habe es vielleicht schon mal, oder habe ich es auch hier in der Episode schon mal erwähnt, in der Prep-Series. Also 10.000 Schritte fallen mir in meiner aktuellen Lebenssituation gar nicht so leicht, ja. Mag man gar nicht denken, liegt einfach daran, dass natürlich deutlich mehr Arbeit am Schreibtisch stattfindet, als dass sie früher auf dem Gymfloor stattgefunden hat, im richtigen Personal Training. Und dass natürlich auch der Nachwuchs, dass man da flexibler sein muss so ein bisschen und einfach nicht immer einfach mal rausgehen kann und Schritte machen kann, wie man lustig ist, sondern dann, wenn Zeit dafür ist. Ne? Also die Bedürfnisse des Nachwuchs sind aktuell natürlich, stehen immer im Vordergrund vor unseren Bedürfnissen.
und von daher ist das ein bisschen schwerer, sich da einfach die Zeit zu nehmen. Meistens mache ich so, dass ich versuche, morgens schon so 2.000, 3.000 Schritte auf dem Laufband zu machen, ein bisschen meinen Arbeitstag vorzubereiten in der Zeit. Und an einigen Tagen klappt es, dass ich dann nochmal ein bisschen Zeit habe, zwischendurch nochmal rauszukommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden halt abends, wenn die Kleine im Bett ist, so nach 18 Uhr nochmal, entweder nochmal rausgegangen, jetzt wird das Wetter ja schöner, oder auf dem Laufband die Schritte voll gemacht. Das soweit mal so zum Need, der reingeholt werden muss. Und wie gesagt, die Uhr war kaputt. Es musste fix was Neues her und ich bin ja eigentlich schon, ich habe eben gerade mal überlegt, bestimmt fast 20 Jahre Apple-User, ja, und mittlerweile nicht mehr maximal begeistert, aber eigentlich ist da natürlich so eine Apple Watch im Mac-Ökosystem relativ sinnig, ja, weil man da natürlich viele Funktionen hat, die man dann übergreifend nutzen kann und Apps etc. Habe mich aber lange Zeit dagegen gesträubt. Zu Anfangs fand ich die Uhr recht teuer. Also Apple ist ja sowieso immer sehr, sehr teuer, mittlerweile komplett überteuert. Habe aber damals natürlich immer geguckt, was kann die so mit den Funktionen, welche ich benötige. Das heißt Schritte zählen, Herzfrequenz, wie genau ist die da? Und anfangs war sie da natürlich nicht so akkurat wie andere Hersteller. Fitbit, Garmin, hast du nicht gesehen. Und dann war das für mich halt gar keine Option. Und ich war halt zufrieden mit meinem Ding. Und habe mir jetzt aber dann das Ganze mal angeguckt und mittlerweile rausgekriegt, dass sie, was diese Faktoren angeht, sehr, sehr, sehr weit vorne sind oder sich maximal verbessert haben. Und das war für mich natürlich dann der Grund, auf die Apple Watch zu wechseln jetzt für die Schritte. Und das war am Anfang natürlich, was heißt natürlich, es war für mich ein Riesenschock, denn die Apple Watch zählt Schritte deutlich genauer, ja, als die alte Fitbit, die da natürlich noch nicht so vom Algorithmus so optimiert ist und von den Sensoren wahrscheinlich. Und am ersten Tag waren 10.000 Schritte halt unglaublich viel Arbeit und ich war komplett überrascht, wie einfach es anscheinend war, mit der Fitbit 10.000 Schritte reinzukriegen. Ne? Also ich habe mal so Pi mal Daumen hochgerechnet, mit der Apple Watch brauche ich wahrscheinlich 2.000 Schritte mehr, ja, als mit der Fitbit, also die dann 10.000 Schritte sind auf der Apple Watch. Auf der Fitbit wären es dann wahrscheinlich 12.000 oder 12.500. Hab da auch mal in Instagram-Story nachgefragt und das mal so als Feedback, weil viele dann nachgefragt haben. Ja, sie ist deutlich genauer, hat auch ein bisschen Abweichung nach unten, zählt ein bisschen weniger. Bei den meisten kam das Feedback so maximal 10%. Bei mir vielleicht ein Ticken höher. Aber was ich dazu auch gelernt habe, die Apple Watch lernt dich erstmal ein bisschen kennen und dann wird es immer ein bisschen genauer. Und das hat sich auch tatsächlich nach der ersten Woche so ein bisschen eingestellt. Die 10.000 Schritte sind jetzt leichter reinzubekommen. Am Ende des Tages ist es mir einfach nur wichtig, dass es relativ genau ist. Ich hätte jetzt auch weniger Schritte machen können. Wahrscheinlich habe ich mein wöchentliches Schrittziel übererfüllt, ja. Was ich jetzt aber positive Entscheidung oder positiv sehe, ist, dass ich genau meine, auf die Gramm genau und auf die Prozentzahl genau meine Rate of Loss, also die Gewichtsverlustrate, die wir angepeilt haben für diese Woche, genau getroffen habe. Wäre vielleicht nicht so gewesen, wenn ich die Fitbit noch gehabt hätte. Who knows, ja. Das mal so ein bisschen zum Wechsel des Fitness-Trackers, ja, sagen wir es mal so. Und was sich damit eingestellt hat, ist auch ein überragender Schlaf, also positiv gesehen. Ich kann ganz schwer sagen, warum das so ist. Die Woche davor war vom Schlaf so lala, was da natürlich immer ein riesen Einflussfaktor ist, ist die Kleine. Wenn die natürlich durchschläft, hast du besseren Schlaf. Wenn sie unruhig ist oder auch nachts einmal wach wird, um zu essen, ja, weil sie Hunger hat, dann ist man auch eher wach, was natürlich die Schlafqualität so ein bisschen senkt. Aber grundsätzlich, seit ich die Apple Watch auch zum Tracken des Schlafes nutze und auch eine App dafür nutze, also eine extra App, man kann es auch über die normale Health App, glaube ich, tracken, aber ohne genauere Daten. Ich habe jetzt Autosleep, heißt die, glaube ich, und die ist
Also ich finde sie sehr, sehr gut. Kann natürlich aus dem Grund heraus, kann aus dem resultieren, dass sie mir auch immer gute Ergebnisse liefert. Ja, das findet man natürlich gut. Ja. Aber das korreliert aber auch mit meiner subjektiven Empfindung, dass ich halt seit 5, 6 Tagen tatsächlich fast durchgehend super Schlaf habe. Ja. Die Autosleep gibt aus, wie viel Tiefschlaf du hast, wie viele Wachphasen, wann es lauter war. Also da sind sehr, sehr viele Daten, die damit einfließen. Und ich habe teilweise Nächte gehabt, wo ich bis zu fast 3,5 Stunden Tiefschlaf habe. Fitbit früher hat mir maximal eine Stunde 30, wenn ich eine gute Nacht hatte, angezeigt. Was natürlich auch wieder verschiedene Messmethoden sein werden, die damit einfließen. Aber wie gesagt, ich habe einfach überragenden Schlaf. Woran das liegen kann, es kann jetzt nicht daran liegen, dass die Uhr mich besser schlafen lässt, das sicherlich nicht. Ich weiß nicht, ob die Fitbit vielleicht noch ein bisschen Strahlung hatte, ob die mehr das Bluetooth-Signal dort nicht ausgestellt wird, ob mich das vielleicht hat schlechter schlafen lassen, jahrelang, who knows. Die Apple Watch, die stellt sich dann automatisch, kannst du so einstellen, dass sie automatisch auf Theatermodus geht, jegliche Verbindung cuttet, Bluetooth, Internet suchen und so weiter. Kann sein, I don't know, vielleicht weiß da jemand mehr, lasst es mich gerne wissen. Und der Schlaf ist seitdem, wie gesagt, sehr, sehr gut. Also die Schlafquantität ist sehr, sehr gut, die Qualität ist sehr, sehr gut, die Tiefschlafqualität ist sehr, sehr gut. Ja, und das macht sich natürlich jetzt für die finale Trainingswoche positiv bemerkbar. Ich fühle mich sehr, sehr gut für die finale Trainingswoche. Außergewöhnlich gut für so eine finale Trainingswoche. Und das ist natürlich etwas, was man gerne mitnimmt, auf jeden Fall. Ja. Dazu vielleicht auch so ein bisschen das Supplement-Thema für Schlaf. Was ich in der Vergangenheit lange Zeit immer wieder phasenweise genutzt habe, ist halt Ashwagandha, KSM 66. Und wird ja von vielen Athleten gerne genutzt und auch positiv eingeschätzt und auch wahrgenommen. Bei mir war es wirklich immer so, dass ich das Produkt zwar, ich habe es genutzt, ja, und wenn es leer war, es mir sozusagen ausgegangen ist, habe ich es dann 2, 3, 4, 5 Wochen wieder nicht genommen und es hat, war halt kein Unterschied. Also gefühlt. Ja. Dazu muss man halt auch immer sagen, es war meistens natürlich nie in einem Kaloriendefizit, sondern in einem Kalorienüberschuss. Ist schon mal ein Unterschied. Steve hatte auch, weil ich letzte Woche so 1, 2 Nächte eher hatte, wo ich schlechten Schlaf hatte, gesagt, okay, wie sieht's aus, Ashwagandha, ist es drin? Guck doch noch mal. Und das werde ich mir sicherlich noch als Joker wieder auch in der Hinterhand behalten, ja, wenn jetzt das Kaloriendefizit länger anhält, Körperfett niedriger wird, ob das vielleicht nochmal einen positiven Ausschlag geben kann, einen spürbaren positiven Ausschlag geben kann, wenn es mit dem Schlaf vielleicht mal wieder ein bisschen bergab geht, was auch kommen wird zu gewissen Zeitpunkten. Das ist einfach so immer meine Erfahrung mit Ashwagandha. Für mich sehr, sehr schwer, für mein Individuum sehr, sehr schwer, messbar, positiv messbar zu machen. Und ich denke, das wird für alle schwer sein, aber ja, selbst wenn der Placebo-Effekt dort positiven Einfluss nimmt, dann ist das schon etwas, was es sich lohnt mitzunehmen. Ja, Placebo kann extrem stark sein. Also das wissen wir aus den Studien. Placebo hat einen unglaublich starken Effekt unter Umständen. Und who knows? Ja, das Gleiche ist es bei mir mit den Blaulichtblockern, ja, mit den Brillen, die man abends trägt, um Blaulicht zu vermeiden, damit man besser in den Schlaf findet. Ja. Habe ich eine Zeit lang auch sehr kontinuierlich ausgeführt, sag ich mal so. Habe das konsequent gemacht. Konsequent war das Wort, was ich gesucht habe. Und auch da wieder irgendwann, ich weiß nicht, mit einem Urlaub oder so, habe ich sie vergessen und habe sie dann nach dem Urlaub erstmal wieder nicht getragen und dann ist man ja irgendwann raus aus seiner Gewohnheit, aus seiner Routine und es hat für mich halt auch wieder keinen Unterschied gemacht. Ja? Auch dazu wieder gesagt, war meistens in der Off-Season, also in der Improvement-Season im Kalorienüberschuss, wo man Überhänge an Kapazität hat. Auch das ist noch etwas, was ich mir wieder auch noch als Joker in der Hinterhand behalte. Ne? Also es ist immer gut, wenn man noch
Mittel hat, die man nutzen kann. Ich meine, es ist der erste Trainingsblock, der bald absolviert ist. Das ist ja noch ein langer Weg, den man gehen muss. Ja? Und von daher, ja, mal schauen. Es verwundert mich halt sehr, sehr, weil aktuell auch mein Arbeitstagesablauf sich auch deutlich verändert hat. Das heißt, ich arbeite morgens und dann auch noch mal abends, wenn die Kleine im Bett ist, ab 18, 19 Uhr. Wenn die Schritte drin sind, dann bin ich noch mal 1 bis 2 Stunden am Laptop und arbeite noch mal bis 21 Uhr. Und habe dann natürlich auch noch dieses Blaulicht, auch wenn die Monitore auch so diesen leichten Gelbschimmer haben. Das kann man ja einstellen. Dennoch ist das natürlich vielleicht nicht das Optimum. Ja, hier und da, wenn man noch mal Zeit ist, schaut man dann auch noch mal eine Serie. Ja, und es macht halt keinen Unterschied. Also die letzten 3 Tage zum Beispiel habe ich noch mal kurz in eine Serie reingeschaut. Zuletzt habe ich geguckt Wu-Tang, An American Saga. Sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen für alle Hip-Hop-affinen Menschen, die so aus den 90ern kommen. Hammer-Serie. Dann Skylines habe ich geguckt, deutsche Crime-Serie, Deutschrap-Crime-Serie, auch überragend, sehr, sehr gut. Das habe ich die letzten Tage so ein bisschen geschaut abends und ja, der Schlaf ist nicht schlechter geworden. Also wie gesagt, im Gegenteil, sehr, sehr gut. So, ja, das auch mal so als Erkenntnis, die eigentlich so nicht eintreten sollte, was ich aber natürlich sehr, sehr positiv mitnehme in die aktuelle Phase. Ne? Das soweit zu meinen Erkenntnissen der letzten Prep-Woche oder der laufenden Prep-Woche. Anderes großes Thema, was für mich aktuell sehr, sehr präsent ist, ist das Thema Posing. Beschäftige ich mich aktuell akut mit. Ja, akut ist das Wort, weil ich da einfach wirklich extrem Aufholbedarf habe und ganz, ganz viel Potenzial sehe. Arbeit muss da reingesteckt werden. Ja, und die Arbeit wird jetzt halt reingesteckt. Da wird halt ganz, ganz viel gepostet, Feedback eingeholt. Da ganz viel Dank hier an der Stelle mal an den Christian Kues. Ja, bevor ich hier wieder fälschlicherweise seinen Namen falsch ins Mikrofon tute, der mir netterweise da sehr, sehr geholfen hat schon. Einfach so. Super, super coole Sache, hat mir schon sehr, sehr geholfen, zusätzlich zum Feedback natürlich von Steve, was ich mir wöchentlich einhole. Ganz, ganz Feedback auch von vielen erfahrenen Köpfen, die mir bei Instagram geschrieben haben. Und ja, das macht mir in gewisser Weise jetzt Spaß, weil das etwas ist, wo ich sehr, sehr viel besser, sehr, sehr viel Potenzial habe, wie gesagt, kann viel, viel besser werden. Ja, gibt halt noch so eine Baustelle, das ist der Lat Spread, der absolut nicht funktionieren will. Da habe ich wirklich mittlerweile eine Blockade, glaube ich. Eine mentale Blockade. Ich habe einfach schon wenn ich den Lat Spread übe, bin ich vorher schon so ein bisschen, das wird doch wieder nichts. Ne? Das ist so ein Glaubenssatz, der hat sich so geprägt, einfach so ein bisschen, weil es nie was geworden ist. In jedem Video gucke ich mir an, ist wieder, jedes Mal sieht es ein bisschen anders aus, aber niemals gut. Ja? Und das ist so meine aktuelle akute Baustelle, der Lat Spread muss besser werden. Ja, also mein Rücken hat sich, war ja auch unser einer unserer Fokusbereiche die komplette Zeit, hat sich aus meiner Sicht signifikant verbessert. Das gilt es jetzt natürlich aber auch im Posing repräsentieren zu können. Ja, und gerade der Lat, ich habe halt einen hohen Lat-Ansatz, lange Arme und da irgendwie die Pose zu finden, wo die Unterarme nicht irgendwie kreuz und quer fliegen und der Lat richtig rauskommt, ist noch nicht so komplett da. Aber ja, wir arbeiten dran. Ne? Das sind so die Hauptthemen der Woche zur Prep. Ansonsten sind wir voll auf Kurs. Wie gesagt, habe ja gesagt, Rate of Loss, Gewicht voll auf Kurs. Von daher aktuell sehr, sehr seichtes Fahrwasser, kann man so sagen, um so ein bisschen im Norden zu bleiben. Warten wir mal ab, wann das wieder ein bisschen, wann ja, der
kleiner Sturm vielleicht mal aufzieht oder was auch immer. Wird alles kommen. Ich genieße die Zeit jetzt maximal, in der es so gut läuft, der Schlaf so gut ist. Werde das maximal umsetzen im Training, die Kapazitäten maximal umsetzen. Und ja, das wird, oder das war das Feedback der Woche. Falls ihr Fragen habt, lasst mich das auch gerne wissen über Instagram etc. Fragen zur Prep beantworte ich hier auch gerne. Feedback wie immer gerne dalassen. Vielen, vielen Dank an alle Podcast-Zuhörer. Der Podcast wächst die letzten Wochen und Monate sehr, sehr gut. Ja, organisch sehr, sehr gut. Die ständige Ansprache hier, gerne eine Review dalassen, abonnieren und. Funktioniert anscheinend sehr gut. Von daher freue ich mich sehr, dass das bei euch so gut aufgenommen wird und dass ihr das Ganze supportet. Ist für mich immer überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, es gibt so viele gute Podcasts da draußen. Von daher weiß ich das maximal zu schätzen. Jeder, der jetzt auch bis hierhin wieder zugehört hat, auf der Reise mit dabei ist. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und ja, verbleibe erstmal wieder bis zur nächsten Prep-Woche. Bis denn. Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.